Hallo Leute, ich bin die Lu und heute habe ich eine Variante meines Lieblingswhiskys für euch. Und zwar handelt es sich um einen 18 Jahre alten Laphroaig aus Barry's Own Selection. 1990 destilliert, da war ich noch nicht mal geboren, 2008 abgefüllt, Fassnummer 2246, 46% Volumen Alkoholgehalt. Ich bin sehr gespannt. 18er Laphroaig ist ja mein Lieblingswhisky und ich bin froh, auch mal eine andere Variante davon probieren zu können. Das erste Mal getestet oder getrunken habe ich den bei unserem Bloggertreffen auf der Burg Scharfenstein. Da hatte der liebe Jürgen von Talk About Whiskey den dabei und hat mir dann netterweise noch ein Sample zugeschickt. Und ja, ich bin mal ganz gespannt. Also mein erster Eindruck war jetzt gerade so im Kopf, dass der fleischiger ist als der Standard. Dieses grundlegende, medizinisch, phenolisch, salzig, torfige, was Laphroaig so ausmacht, ist auf jeden Fall mit dabei. Aber ich finde, der hat irgendwie was. Jetzt ist das Fleisch zwar weg, aber so Richtung würzig, vielleicht ist es auch eher fruchtig. Kann ich ganz schwer einschätzen, was das ist. Gerade eben hatte ich eher so in Richtung Johannisbeere, Erdbeere. Jetzt gerade eben hatte ich eher so in Richtung Aprikose. Dann habe ich wieder irgendwas Fleischiges drin. Ganz schwer. Irgendwas Salziges, eine leichte Fruchtnote mit drin. Schwierig. Ich probiere mal. Vielleicht habe ich neue Erkenntnisse. Auf jeden Fall fruchtig. Ist auf jeden Fall eine Fruchtnote dabei. Hinten raus kommt so schön was sehr. So eine Mischung aus erdig. Und dann diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, zum Wandern nimmt man immer diese Salami-Knacker mit. So diese kleinen, so Beefies. In die Richtung hatte ich jetzt hinten gerade. Da war mein fleischig. Und am Anfang hatte ich eine schöne Holznote. Fast wie bei so einem Sherry, fast. Aber jetzt liegt voll das Beefy auf der Zunge. Volle Kanne. Am Anfang Beere. Bin mir noch nicht sicher, ob eher so Erdbeere oder eher so Brombeere. So genau kenne ich mich da mit den Beerengeschmäckern auch noch nicht aus. Oh, aber hinten raus so eine übelste Rauchsalami. Und die liegt wirklich eisern auf der Zunge. Die kriegst du nicht weg. Und die liegt lange. So richtig eine schöne, geräucherte, fettige Salami. Interessant. Aber natürlich lasse ich mir das nicht nehmen. Muss ich mal schnell nach einem Glas lunchen. Nehmen wir mal das hier. Den 18er Laphroaig. Oh, ist das staubig. Zu nehmen. Ich muss mal ganz kurz mein Glas hier ausspülen. Das geht ja gar nicht. Wo ist mein Wasserglas? Weg.
Einen Moment bitte. Eine Ewigkeit später. So. Da bin ich wieder. Ich lasse mir es natürlich nicht nehmen, das Ganze zu vergleichen. So. Ein Schluck von meinem kostbaren Whisky, der einfach einen abartigen Preis aktuell erreicht. So. Dann gucken wir mal. Also farblich ist der Laphroaig dunkler. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wartet. Ich hole mal ein Blatt Papier. Das da ist der 18er Laphroaig von Laphroaig. Und das da ist der 18er Laphroaig von Barry. Also ist auf jeden Fall dunkler. Ich weiß jetzt nicht, ob der gefärbt ist. Prozent, also 2% weniger. Non-chill filtered. Aber es steht nicht von gefärbt. Doch, da. Farben justred mit Karamell. Also der ist gefärbt. Barry ist, glaube ich, lasst mich lügen, nicht gefärbt. Man muss dazu sagen, mein 18er Laphroaig ist jetzt auch schon sehr lange offen. Eigentlich länger, als es gut ist für einen Whisky. Die medizinische Note ist hier sehr sanft. Aber die Fruchtnote ist hier wesentlich heller. Also bei Barry hier hatte ich Beeren. Wer hätte das gedacht? Der riecht fast wie, als hätte er im Sherry-Fass gelegen. Nee. Ist aber ein Bourbon-Fass. Oh, und hier habe ich so total Ananas, Aprikose, so helle Früchte eben. Das hatte ich bei dem 25 Jahre alten Laphroaig ganz krass. Ganz deutlich, da das hat total wie Ananas und Kokosnuss, so wie ein Rumfinish fast geschmeckt. Das war total krass. Und hier habe ich schon die Ansätze dazu auf jeden Fall. Im Geschmack sind die auch da. Aber die Fruchtnote ist sehr dezent hinten raus. Und ich habe so ein ganz kleines bisschen gerade auch diesen Beefy-Effekt. Aber wirklich nur super leicht. Kann natürlich sein, dass einfach dadurch, dass die Flasche jetzt so lange schon offen ist, dass dadurch der Geschmack weniger intensiv ist. Aber am Ende schmeckt er ganz genauso. Ja, und am Anfang habe ich eher bei dem 18er Laphroaig habe ich eher Ananas, Aprikose. Jetzt muss ich mal zwischendrin einen Schluck Wasser trinken. Und der hier ist wesentlich, jetzt habe ich wieder dieses salzig-speckige gehabt, der ist intensiver. Aber wie gesagt, vielleicht liegt es daran, dass meine Flasche schon so lange offen ist. Und der riecht fast wie ein Sherry-Fass-Einfluss. Und er ist am Anfang von der Fruchtnote dunkler.
Es kommt ein bisschen intensiver die Holznote in der Mitte. Ne? Also beide haben am Anfang Frucht. Der von Laphroaig hat am Anfang eher eine helle Frucht. Der von Barry eher eine dunkle Frucht. Dann kommt die Holznote, die ist bei Barry jetzt intensiver gewesen in der Mitte. Und am Ende habe ich bei beiden diesen Rauchsalami-Effekt auf der Zunge. Der ist bei Barry aber intensiver gewesen auch. Also von der Intensität her und weil ich momentan total auf diesen Rauch-Schoko-Kombinations-Süß-Rauchig-Trip bin, gefällt mir aktuell jetzt so heute der 18er Laphroaig von Barry besser. Aber ich sag mal so, 18er Laphroaig bleibt 18er Laphroaig. Auch wenn Barry da sein eines Fass abgefüllt hat. Der Whisky bleibt sich sehr, sehr ähnlich und bleibt auf jeden Fall einer meiner Lieblingswhiskys. Und ich gebe dem von Barry jetzt 9 Punkte. Also es ist ein bisschen, ich habe geschmacklich jetzt schon Whiskys getrunken, die teilweise sogar weitergehen, wo ich sage, oh, der haut mich total um, den finde ich total krass. Aber für mich ist einfach der 18er Erfolg so diese Konstante, dieses, ja, so der Ursprungswhisky gefühlt von meinem Wissen her. Und ja, deswegen bleibt er mein Lieblingswhisky, auch wenn ich ihn nicht an jedem Tag mit 10 Punkten oder so bewerte, finde ich sowieso schwierig. Ich habe noch, glaube ich, noch keinen 10-Punkte-Whisky getrunken. Weiß nicht. Habt ihr so einen Whisky, wo ihr sagt, das ist der Heilige Gral? Wenn ja, schreibt mir das mal in die Kommentare, dann bin ich ganz gespannt. Das Schöne ist ja, Geschmack ist immer unterschiedlich und vielleicht finde auch ich noch meinen Heiligen Gral, der mir jeden Tag und immer und überall genau gleich und perfekt schmeckt. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video, hoffe ich wieder. Und bis dahin, Slanje! Und damit ihr auch ja kein Video mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanje!